Nach monatelangem Ringen nach der Bundestagswahl ist es jetzt gelungen, vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien, ein Koalitionspapier zwischen CDU, CSU und SPD abzustimmen. Dieses beinhaltet sehr, sehr viele Themengebiete, die auch die Comba-Gewerkschaft und ihre Beschäftigten betreffen, aus dem Bereich der Pflege, aus dem Bereich der Bildung, der Erziehung, aus dem Bereich der Digitalisierung, die umgesetzt werden soll. Gilt es natürlich zu beachten, wie die Kommunalfinanzen diese vielen Themengebiete stemmen können. Für uns gilt ein Grundsatz: Wer bestellt, bezahlt. Dies ist auch im Papier so dargestellt. Aber wie diese Konnexität von Bund zu Kommune durch die Länder dann gestaltet werden kann, bleibt abzuwarten. Wir sind da auf jeden Fall aufmerksamer Beobachter und werden uns einbringen bei dieser Diskussion. Wichtig war für uns jetzt schon, das ist positiv festzustellen, dass zum Beispiel Arbeitgeberanteile paritätisch jetzt bei der Krankenkassenfinanzierung wieder berücksichtigt sind. Ebenso ist wichtig für uns, dass das Rückkehrrecht aus Teilzeit zu Vollzeit erleichtert wird. Auch leichte Verbesserungen im Bereich der sachgrundlosen Befristung, nicht ganz das, was wir erhofft hatten, aber immerhin einen Schritt in die richtige Richtung, wurden erreicht. Also schon auch besser als befürchtet, aber auch noch durchaus gestaltungsfähig. Wir als Sozialpartner werden auf die Bundesregierung dann zugehen, sollte dieser Koalitionsvertrag zum Tragen kommen, und uns entsprechend für die Beschäftigten in der Kommune einsetzen.